Halli, hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu Outlast Facecam. Hast du die Tonaufnahme gestartet? Ich hoffe doch. wir haben es schon sehr oft aufgenommen und ich habe eigentlich gesagt, ich mache niemals Facecam. Jetzt habe ich es doch gemacht, weil ich Batman geworden bin. Ich bin Batman. Ich bin Hitler Batman. Wir spielen mit Controller, vielleicht habt ihr es bemerkt. Das ist das einzige Neue in diesem Video. Möchtest du dich nicht vorstellen? Wer sind sie denn überhaupt? Was machen sie in meinem Zimmer? Ja. Mir fällt auf, wenn ich die Facecam so benutze, dass ich einen ziemlich bösen Blick drauf habe immer. Du stehst. Und ich weiß nicht wieso. So, ich bin fertig. Bist du fertig? Ich bin fertig. Alles gut, hinbekommen alles. Es geht los. Muss ich mir das Mikro gucken? Ja, das wollte ich dir schon die ganze Zeit sagen, dass das Kabel da perfekt liegt. Du bist echt winzig. Jetzt sehe ich auch nichts mehr. So. Ja, aber das ist die Sound, glaube ich, scheiße. Gut, so? Ist gut. Was will ich hier heute machen? Zurück, ja! Ich bin auch zurück. Escape ist, finde ich, ganz gut. Normal? Ich finde hier kein Escape. Ja, aber da unten steht zurück und in Einstellungen da steht. Da ist genau das Mikro vor, das kann ich nicht sehen. In Einstellungen steht Escape. Normal. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Ja, danke schön. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, der hat auch einen scheiß Namen. Ein Tribute-Journalist, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise in die Hölle auf Erden beschert. Da du die mit Vorliebe Geschichte auf Grund gehst, um die journalistische Grundbogen, Herzen, Neffen, Heilanstalt, bleibe lange wie möglich am Leben, Wahrheit auf dem Grund. Mount Messe. Was? Ein schöner Name. Hm? Ich muss alles auf Bergen und irgendwie ab. Kannst du das bitte übersetzen? Oh, Sasa spielt auch mit. Kannst du mal rumschauen? Hm? Stimmt. Nee. Hast du kein Auto da? Nee. Was ist denn das für ein fisches Presse-Ding? Naja, das fliegt nicht auch schon ziemlich kacke. Früher, ich habe jetzt diesen Blindstein, eigentlich habe ich den da hinten. Das Problem ist, Ach so. Ist kaputt gegangen. Das könnte man das Mikro halt so aus dem Bild nehmen. Das glaubt ihr nicht. Das glaube ich auch nicht. Das gibt's gar nicht, das ist Deko. Ah. Ich dazu. Was willst du damit machen? Ich kann es voll reparieren. Hm. So, willst du Leber? Zum Spucken. Das lebt alles. Das ist die. Blinkende Licht. Die ist vorne. Ausgerechnet ich, die keine Brille dran hat, weil ich. Absicht. Ich meine. Warum hast du denn keine Brille auf? Wir gucken, scheiße sind. Gewerf! Ich seh nicht mal die Straps-Zeichen da oben. Ich glaube, ich bin um 10. Oh mein Gott, ich sehe viel besser. Du hast mich geheilt. Bitteschön. Das mache ich gerne. Was steht denn da so? Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung. Was? Nein. Breche gerade alle möglichen. Geheimhaltungsvereinbarung, so aber echt zur Hölle mit den Kerlen. So eine Frau geschrieben. Feministen. Diese Feministen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktorin, Fasin, etwas von Traumtherapie. Wie zu tief geht, schlage ich dich. Ja. Also,
Ich bin gerade total drin. Mach weiter. Du bist gerade falsch gerade. Okay, ich glaube, die geht mal schnell. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Rikosch schöpft Geld. Ich konnte es gerade nicht schließen. Ich war nicht fertig. Ist mir egal. Also ich spiele gerade, falls ihr es nicht seht. Und er hebt ja nur die schrecklichen Karte für mich auf. Genau. Ich fange leicht an. Und wenn ich Angst habe, dann klammere ich mich an. Siehst du, hast schon mal die schreckliche Kameraeinstellung, du spielst die ganze Zeit. Im Laden gab es so viele Kameras. Du musstest die nehmen. Ja, aber. Toll. Hier, wollen Sie eine HD-Cam? Ja, klar. Nicht diese, Notizen. Nicht diese Pixel-Scheiße. Ich meine, da würde ich ja gar nichts sehen. Notizblock. Ich muss Start drücken. Wo ist mein Notizblock? Da ist mein Notizblock. Ich verstehe das. Nichts. Das ist nicht Facebook, Julian. Wir werden alle sterben. Facebook, hallo Leute, ich bin gerade bei Mount Massive angekommen. Ja, ich bin hier erstmal auf Twitter einloggen. Alles cool. Das ist komisch. Ne, das weiß ich nicht. Gut. Okay. Ah. Die Schranke ist da super besetzt, als ob man da nicht zur Seite da... Egal. Nein. Geht natürlich nicht, da ist ein Tor dahinter. Ja, eben. Ah, so macht man das. Ich will aber nicht, dass du das machst. Was? Das. Was das? Die große Weltstellung. Ah, ich habe hier einen Xbox-Handel. Was machst du denn? Ich höre doch einen Knacksen von ihm. Das ist normal. Und ich sitze hier auf dem Chefsessel extra, weil... Habe ich mir sofort gekrallt, aber... Ja, ich muss auf so einen billigen Plastikstuhl sitzen. Ja, aber der verhindert die Sicht nach hinten. Hm. Weil wenn mich irgendwas angreift, ich bin voll geschützt. Nein, bist du nicht! Du bist ein Schlafsessel, wenn ich nicht mehr durch kann. Aber ich bin klein, das heißt, er schätzt mich falsch ein. Er schlägt erstmal über mich weg. Man sieht dich nicht. Komm jetzt Ja, geh mal an die Tür. Okay. Die kann ich schneller laufen. Klopf mal an. Ich hüpfe erstmal. Gibt's da eine Klingel? Okay, es scheint keiner zu Hause zu sein. Dann können wir ja wieder gehen. Ja, ich glaube, wir sollten auch gehen. Tschüss. Ja. Also, das war nett. Das war ein schönes Let's Play. Warum stehen hier eigentlich Militär-Bands? Tatsächlich habe ich das Spiel schon mal gesehen, beziehungsweise angeguckt. Aber. Guck mich nicht so gelangweilt an. Das ist sehr wichtig. Ich schau dich nicht an. Ich schaue dich nicht gelangweilt an. Ich schaue in den Busch. Ja, in dem ja, Busch ist viel los. Ich sagen. Da steht jemand. Wo? Am Tor. Wo? Anderes Tor. Wo? Anderes. Du weißt doch, wo ein Tor ist. Oh. Hast du kontrolliert? Oh, nee, doch nicht. Das ist ein scheiß Schloss, was so scheiße ist. Aber hier oben war einer, oder? War es nicht so? Ich hab das Let's Play schon bei Bonn gesehen. Hör, lass mich ausrechnen. Das war, glaube ich, auf der anderen Seite. Guck mal, da ist der Notausgang schon verschlossen. Ja, ich. Mach doch nicht diese Krauche beim Springen, bitte! Da ist ja nichts passiert. Sorry. Was soll ich sagen? Ihr seid ein Traum. Das nächste Mal spielen wir die. Und ich will! Last-Version, My Little Pony Edition. Obwohl, ich weiß nicht, ob durchgedrehte Ponys viel gruseliger sind. Nö, ich glaube nicht. Was soll ich denn sagen? Ich bin irgendwie den Faden verloren. Oh, hör auf so zu springen, Mann! Er macht vor den Jackie Chan Jigsaw. Schau mal nach oben. Ich will da nicht. Nein, hätte ich ans Bänke brauchen. Ich guck mal. So weit geht doch eigentlich nur Spiegel Online, oder? Stern-TV Extreme. In der Irrenanstalt einbrechen und da irgendwie Kletterscheiße abziehen und überhaupt nicht scary ganz allein. Gar nicht. Er ist nicht mein Kameramann, hallo? Wie arm ist denn der? Das ist bestimmt so ein Praktikant. Oh Gott.
gerade die Stelle hier eingenommen. Weil ich kann auch Outlast 2. Das dürft ihr euch auf dem nächsten Let's Play erfahren. Du bist herzlich eingeladen. Das kann ein langes Display werden. Ich kann die Tasten alle nicht. Du musst dich erstmal während des ganzen Let's Plays eingewöhnen. Ah ja, ich auch. Ich sag dann als Profi, wann es soweit ist, okay? Mhm. Jetzt ist es definitiv nicht soweit. Ich frage mich, wo die Schrotflinte ist. Ich dachte, es gibt in diesem Spiel keine Schrotflinte. Nein. Soll ich die Gegner denn töten? Gar nicht. Du sollst aber wieder gehen. Okay, tschüss. Fuck you! Shit! Spastenwerb, warum komm ich noch hier? Wenn es so aussieht und ich weiß, dass da irgendwas übel ist. Warte, Markus. Ist das gut? Ja, wenn ich weiß, dass da so übel ist, warum gehe ich da noch weiter rein? Er wollte ja, er will doch gleich, ne? War es nicht so? Ja. Aber jetzt ist doch auch ein gutes Gleich. Jetzt zu gehen ist doch auch ein gutes Gleich, oder nicht? Ja. Aber da liegt was drin. Du hast dein Schrott-PC in Ruhe. Ich hab zuletzt da Outlast gespielt. Jetzt siehst du, wie es denen geblüht hat. Batterien! Ich sag doch, was ist drin. Batterien. Einschusslöcher. Muss mal renoviert werden, ne? Blut. Was? Du sagst Einschusslöcher? Ich sag, jetzt muss mal renoviert werden. Naja, sieht eigentlich, ich arbeite im Krankenhaus, das sieht eigentlich immer so aus. Wo wohne ich da? Bei mir sieht's genauso aus. Ja, aber das ist normal, du bist im Ghetto. Cool Ghetto. Auf was beruht das? Ich wohne im selben Ghetto. Ja, deswegen. Los. Lies mal durch. Warum ich? Du hast eine wunderschöne Stimme. Siehst du vor diesmal? Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität im beispielslosen Umfang beobachtet. Fahrerfortenstufe 4. Hormonen. Er gab keine bronchiale Akkulumation. Hämatokritik. Hämatokritik. Das wurde bei dir doch auch diagnostiziert. Erst gestern. Nee, das ist von ADHS. Was ist das da mit dem Klo? Nee, die sind wirklich unfreundlich, weißt du? Wir waren kurz mal auf Klo. Nee, und. Ach, ich hab solche Scheiße. Warum machen die das? Was ist das? Die Tür geht nicht zu. Was ist die Tür? Die Tür, doch, drück X. Das hat kein X. Nein. Vier ist eigentlich das X. Dann drück eine andere Taste. Bist du bescheuert? Machst du gleich jetzt eine Einladung? Hier, komm, hier bin ich. Ja. Jetzt mal eine Coke. Wie? Oh, boah, ist die teuer. 1075. Nee, 1,75. 1,75 auch teuer für die Kohle. Was? Im Krankenhaus bezahle ich. Spinnnetze. Ich mal alles filmen? Ja. Ich bin brell gerade. Mir gefällt das nicht. Was ist der Dude von Toilette? Kann ich zoomen? Ja, geil. Als ob ich sein Gesicht so nah haben will. Eigentlich habe ich ja schon genug gesehen. Das ist hier nicht. Das ist so dumm. Oh. Ich glaube, ich sollte gehen. Warum bin ich so schräg? Warum können wir nicht irgendwas anderes spielen? Einmal. Warum
müssen wir denn immer seit heute Horror Games spielen? Das immer, schon. Immer seit heute, immer seit heute. Warum hört die Musik nicht auf? Weiß ich nicht. Immer bekommen wir was. Spätestens. Was? Sein Kopf! Ja, ja, ja. Ich weiß genau, was du meinst. Sein Kopf. Ich frag mich, seit wann dieser Typ, der Dude hier eigentlich so schuldig ist. Ich gar nicht. Echt? Really? Sagt nicht mal was dazu. They killed us. They got out. The very. Fuck, ja. You can't fight them. Was? You have to hide. Dein Gang? Aber ich kann doch auch durchs Fenster wieder gehen. Erstmal filmen und den ja. Oh, da sind die Köpfe seiner Kollegen. Nein. Sehen noch. Nein. Nein, der nicht, Johnny! Ey, den kenne ich auch. Und den. Wo ist ein Hund? Den kenne ich jetzt recht. Ey, das habe ich nur einmal gesagt. Und es war wirklich dezent an seiner Stelle, wo er seine Periode bekommt. Das hilft nicht! Musst du da lang gehen? Wir müssen da lang gehen. Guck da, da. Ja, dann geh nicht rückwärts, geh nicht rückwärts! Das ist ein Kühlschrank und so. Ein Kühlschrank ist doch gut. Wir sprengen einfach alles in die Luft und verstecken uns im Kühlschrank. Mit unserer Kammer, wann wollen wir? Okay. Geht das nicht? Nein, wir können uns hier im Kühlschrank verstecken und gegen eine Bombe und eine Atombombe auf. Ja, ich hab mein Strafgesetzbuch gerade nicht dabei, aber da steht auch drin, wie viel man da bekommt. Wenn Bombe man sich. Oder im Kühlschrank? Ja, das Wichtigste ist ja die Sachbeschädigung. Nicht das Hektar Land, was man zerstören könnte. Aber eigentlich haben die auch Dingsig gemacht, ne? Hauskönigsbruch. Nein, wir waren eingeladen. Little Pig. Wieso hast du ihn jetzt Johnny genannt? Ich dachte, er ist Johnny. Ich hab das Spiel ganz vergessen. And who are you, then? Das ist ein Priester. Priester. Nein, es war eine Nonne, Julian. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ey, aber jetzt ernsthaft, ich werde beten. Also... Du bist nicht mehr köstlich! Ich kann doch so tun, das weiß doch hier keiner. Jetzt schon. Die sprengt uns alle in die Luft. Also, was ich sagen wollte... Ja. Ich heiße mein Gott! Also ich spreche das nicht nur alles normal. Ich mach die Scheiße nicht nochmal mit. Wenn ich fange mit dem zweiten Part an. Noch ein zweites Part. Wie lange hast du vor aufzunehmen? Was du spielst. Ich wollte den Anfang mal los und nicht gelassen. Oh! Oh! Oh, wir haben die Post. Ja. Warum wurde das Mikro so gerade so schnell her? Warum nimmt der Dude uns nicht einfach mit? Der Priester? Ja. Ich glaube, mal müssen. Der wirkt doch sicher total geschützt, aber meint dann halt, wir sollen in Sicherheit bleiben. What the fuck? Was war das? Keine Ahnung, warum machst du das? Das sind Eingänge! Ich würde gut hören. Das. Jetzt hättest du die Rippen daran gebrochen oder so. Der Typ ist nicht sehr überzeugend. Mm-hmm.
ist sehr fleißig. Warte, bitte mal so hochspringen. Ah. Hör bitte auf damit, das machen wir jetzt. Das ist total irgendwie Dings, weil du da nicht siehst, wo was anderes drum ist. Weißt du, was ich meine? Du, bitte hör auf damit. Du, bitte hör auf damit. Du bist kein Extremsportler, hör auf damit. Das ist schön. Komm, so sterben wir. Okay. Warum bleibt denn nicht in der Eingangshalle oder so? Mann. Ich weiß nicht, vielleicht werden da tote Sicherheitsmänner rumliegen. Ist nur so ein Argument. Ja. Ich weiß nicht, ob das zieht, aber. Weiß ich stimmt so gar nicht. What the fuck, was ist denn? So eine. Okay, doch. Ist fett verbarrikadiert. Hm. Aber theoretisch könnte. Ich hab nicht gemerkt, dass ich auf irgendwas draufgetreten bin. Ja, super, jetzt machen wir überall Fußabdrücke. Geil, Julian. Oh shit, wir machen wirklich Fußabdrücke. Also. Okay, ich hab genug gesehen. Läufst du gerade extra langsam? Nein. Und da hat jemand seine Tage. Sieht so komisch reingelegt aus. Ich glaube, das muss so das. Echt? Nein, doch bitte einmal die Tür nicht zu. Du kannst die Tür auch langsam zumachen, oder nicht? Nein. Lieber Gott! Was bin ich zu Hause? Du kommst so vor wie ein Teenager, denk ich. Komm, ich hab mit deinen Eltern. Warte mal. Ich dachte, da kommt jemand. Ein Albtraum ist es, mit dir zu spielen, weißt du das? Ja, oh. Ja, komm, ich habe eine Batterie gefunden. Inzwischen passt es. Oh ja, die Batterie. Die wird uns retten. Ja. Was ist, wenn wir batterielos sind dabei? Was, wenn wir was ist, wenn wir antriebslos werden? Was ist, wenn wir. Ja, ich habe eine bessere Idee. Statt Batterien zu finden, such doch mal nach Türstoppern. Vielleicht hilft das dir. Oder dämmen. Ja, so dämmen vielleicht denn, so ein bisschen das Geräusch. Security. Wollen wir erstmal. Ich finde Security ganz gut. Hat der gerade Geräusche gemacht? Ja. Wer ist hinter dir? Wer ist hinter dir? Wer ist hinter dir? Oh Gott, wie sind wir jetzt überhaupt? Oh mein Gott, wir müssen sie umstellen. Was ist das? Oh Gott, wie hart. Blickempfindlichkeit. Hier wohl jemand mit dem Hund? Das kalte Geräusch. Meinst du im Spiel oder hier? Im Spiel. Guck mal, die haben alle telefoniert. Ich höre überall Telefon. Was ist Todesfälle. Pause telefonieren. Da haben sie telefonieren. Bitte fast. Die machen die IT-Boos. Schlüsselparty. Ja, damit Julian auch diese Tür zuknallen kann, die doppelt so laut sein wird. Yes! Hast du einen Schlüssel? Einen Schlüssel? Deine Mutter singt, glaube ich. Geht's dir gut? John! John, geht's dir gut? Er hat die gleiche Frisur wie du. Oh, ich habe das viel sexy Frisur. Also die Augen so. Gott. Gott, das ist echt. Ich will die Kamera weglegen. Ich vergesse das immer. Weil immer wenn ich die Kamera weglege, kommt so komische Geräusche. Ich schätze mal die Stein. Da hinten steht der verlassene Rollstuhl. Und ich bin halt ein gerechtes Spiel. Du warst eigentlich nicht bei den anderen. Also wie, du willst jetzt sicher in den Keller oder so, aber. Willst du nicht da ist noch eine Tür. Du hast mir doch gesagt, dass du den Kellerpart spielen möchtest.
Ah. Ich hab was gehört. Geh bitte auf Toilette und versteck dich. Geh bitte auf Toilette und versteck dich, Joel. Geh bitte auf Toilette und versteck dich. Joel. Das ist nicht die Toilette. Ich bin jetzt in den Keller, oder? Nein, da ist der böse Ofen. Ich hab Kevin allein zu Hause gesehen. Kennst du die Family Guy verarschen, mit denen wir einfach erschießen? Oh, naja, okay. Zu verarschen. Wir sind sonst lang. Keiner hat das Leben mehr. Doch, ich weiß jetzt, wie wir. Das fällt mir gerade wieder ein, wie wir lang müssen. Du machst das toll! Kannst du uns den Weg zeigen? Dude! Joel! Dude! Leg es nicht. Hast du das gehört? Ja. Leg es nicht noch drauf an. Warum knacken bei dir alle Sachen? Ich weiß nicht. Ich nehme alles raus. Das ist eine frische Wohnung. Das macht nicht so besser. Hast du mal da versucht, die Tür zu öffnen? Nö. Das ist dunkel. Wissen wir. Wo willst du jetzt hin? Ich dachte, ich müsste aus dem Fenster raus. Oh, mir aus dem Kummer raus! Dann links! Schön, oder? Ja, da ist da ein Luftschacht? Ja, mach nicht. Ich hab Handtapas, wenn ich durch, glaube ich. Was? Nur abspecken? Nö. Ich bin jetzt Obelix rein. Ich bin Obelix. Bam, 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 bam. Der macht das sowieso alles wanted. Ja! Oh, du verstehst es nicht. Das sind Psychomänner. Du bist nicht so gerade kollegial zu den Leuten, ne? Geh mal da rein. Nee, andere Tür. Meine Fresse. Ich wusste eigentlich nicht, dass die Tür da offen ist. Ich habe nur gesagt, geh mal da rein, und da habe ich gemerkt, da steht ein Schreibtisch vor. Also muss es ja wohl eine andere Tür sein. Ich muss jetzt auch sagen. Ja, okay, natürlich. Ich wusste es natürlich. Grundsätzlich. Wir wollen ja deine Dings ein bisschen Dings nehmen. Das nächste Mal will ich das Spiel. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennung, Köpfe aufgereicht, Flaschen in einer Bar. Was für ein Vergleich. Schön, dass der noch so poetische Vergleiche ziehen kann in der Anstalt. Der hat voll Ahnung da. Wissenschaftler hängen an der Decke, auf ihren Namen steht. Ey, das war nur einer. Das waren zwei. Auf jeden Fall stehen. Die tote Welt schon mit einer weiteren Milliarde. Ja. Okay. Aufgespießten Schwein. Der war. Warum war nachdem. Du musst mal nach rechts. Nachdem. Ich da eine. Nicht. Doch, musst du aber leider. Nachdem da schon jemand drin war. In dem fucking Gebäude. Wo schon. Spezialeinheiten tot sind, schreibt der jemand einen Brief oder was? Nicht zu dem Dude. Doch, ich muss leider. Komm, wir schieben ihn jetzt raus. Raus! Wir sind Pfleger! Wir gehen in den Garten! Dem kannst du deine Blumen wieder ansehen! Kleiner! Wie willst du das so anschauen? Doch, Gott! Das hat mich erschrocken! Aber sie haben ein ziemlich gutes Programm. Schneesturm in der Sonne. Schieß hier vorne. Jetzt duck dich doch! Das braucht so. Thrombose. Der juckt sich am Sack. Mit seinem Stummel. Oh Gott. Wie tönt das aber an? Du magst gefilmt zu werden. Geh raus und komm dann nie wieder. Eigentlich ist das der liebste Raum bis jetzt gewesen. Ja. Ich meine, Endlosschleifenfernsehen, bis der Stummel alle ist.
Wir sind bestimmt hier auf Notstrom, oder? Stimmt. Das sicher, ich meine das. Nimm sie erstmal wieder die Hocke. Schön, dass du weißt, wie die Hocke wieder funktioniert. Schon so wie das Spiel reizt meine Nerven. Wirklich? Ja. Das bleibt hier gar nicht. So, wir haben hier Sicherheitsterminal. Willst du mal spielen? Du machst das toll. Das ist toll. Nach diesem Sicherheitsraum spielst du mal. Okay? So lange, bis ich erschreckt werde. Ja, genau. Ja. Das ist gut. Wo mach ich One-Hand-Punch? Kirby-Kick? One-Punch-Man! Mhm. Was ist gut? Oh Gott, ich will kick your ball drum, baby. Was machst du denn? Oh, ich weiß noch eine Szene im Krankenhaus. Mhm. Dieser polnische. Der polnische alte demenzkranke Mann. Ist am Bett. Kann dieser Schrank mich nicht einfach mal schlagen? Aber weißt du, welche Szene, weißt du, was ich meine? Im Krankenhaus? Nicht dieser polnische alte Opa, der mal Korra! Korra! Gesagt hat. Wo sie Kaffee ausgeteilt haben und dann macht einfach hinter seinem Bett da irgendwas. Naja, eigentlich ist das aus, als würde er masturbieren. Hier finde ich mich ganz okay. Raus aus der Fötuspose und geh weiter. Das macht der Typ da schon ziemlich gut. Oh. Wieso mich eigentlich an? Ja, nach vorne drin. Da. Wow, das ist männlich. Jetzt wird ja jemand hinten geschlagen, nein, hallo? Batsch! Oh mein Gott! Ja, bin ich mal auf. Siehst du? Ich knall die Tür nicht so. Sagt meine Schwester. Kabel. Danach spiele ich das Spiel. Das spielt sie mit Spiel. Hi, was macht er denn mit seiner Hand? Der komische Dude. Also ich war in der Hocke, du Bastard. Man greift keinen an in der Hocke. Was? Ende. Meinst du, das hilft? Voll ernst. Was? L1, was machst du da? Da keine machst du Ahnung, L1. Was machst du da? Nimm die Kamera weg! Nimm die Scheiß Controller! So, jetzt spielen wir wieder ruhig. Komm, ganz ruhig und entspannt, okay? Komm. Also. Ich hab super gespielt. Ja, du warst perfekt. Beinahe. Wie lange nehmen wir die Aufnahme auf? 34 Minuten. Wie lange nimmst du die Aufnahme auf? 40 Minuten erstmal. Der erste Part natürlich. Achso, das nehmen wir jetzt gleich ein Stück auf? Mhm. Okay. Ich frage ja nur wegen deinen Nerven. Ich bin der geschillteste Typ ever. Ja, aber ich habe meine Probleme mit Horrorsachen. Oh. Oh. Geh rein und mach zu. Mach. Da.
klatsch doch nicht diese scheiß Tür zu immer. Und versteck dich gleich im Spind, bitte. Ich glaube, im anderen Spind ist besser. Glaubst du? Ja, ich sag's dir, ich schwör's dir. Nein, im anderen! Ich wollte es gar nicht machen. Wenn du dich verstecken willst, dann in dem Spind, ja bitte. Okay. Du spinnst ja wohl. Nee, ernsthaft jetzt, okay? Okay. Wir machen natürlich die Facecam so riesig. Ach so, über das Bild weg. Hm. So. Jetzt spielen wir Outlast. Bei Outlast. Hast du die Kamera drin? Jetzt geh bitte in den Spind. Geh bitte in den Spind. Bleib in den Spind. Ich versuche nicht zu kämpfen. Ich kann nicht kämpfen können. Ich sag doch, bleib in den Spind. Bitte lass uns den Regen im Spind sein. Ich will euch schlafen. Ich sag doch, ich bin das richtig. Hä? Ich bin doch heilig. Du bist heilig? Ja, jetzt sag ich. Aber jetzt ist der restliche Part meines Spiels, dass ich bete, okay? Okay. Weil ich mach das so gut. Also, können wir nicht den Rest der Zeit hier bleiben? Können wir nicht unten die Deckenplatte aufmachen, also die untere Platte aufmachen und dann mit dem Spind laufen und dann immer uns runterstellen? Das war die gute Idee eigentlich. Und dann immer uns runterstellen, wenn jemand kommt? Das sollten wir echt mal machen. Irgendwie so in der Mitte vom Park, so einfach so Spind. Ja, seltsam, ich sehe diesen Spind überall. Kommt mir auch so vor. Gut, ich glaube, das wäre Kaga. Wir müssen in die Keller, hat er gesagt, ne? Ja. Die Tür aufgemacht. Können wir uns umdrehen? Können wir uns nicht ertränken? Ach so, ich trinke immer Wasser aus den Leitungen vom Keller auf der Arbeit. Das ist ein Wahnsinn, das ist ein Gewehr. Nichts anderes. Gottes Gold. Das wird rausgeschnitten. Jedenfalls aus der Soundaufnahme. Ja, das bleibt. Text gekürzt. Da stand der Geheimcode drin, wenn man hier am schnellsten rauskommt. Ja. Ja, wenn du bewegst, drüber zu springen. Danke, Anna. Pushen. Doch, damit. Who's there? Oh. Da ist ein Dude. Julian, weißt du, wenn du so die Kamera so anhast, dann sehen wir dich nicht. Dann siehst du die, aber die dich nicht. Wie? Ja, so, ja. Ah, okay. Wie sollen die dich denn... Leuchtet das vorne? Ich glaube schon, ja. Scheiße, macht die Scheiße aus. So, jetzt sehe ich auch nicht mehr die Leichen, jetzt ist alles okay. Ich sehe tote Leichen! Alle Möglichkeiten in diesem Game sind scheiße. Ich hab's erkannt. Das ist das, was das Spiel vermitteln will. Geh niemals in eine Psychiatrie. Ja. Geh niemals in eine Psychiatrie. Du hast schon mal Wäsche gewaschen in der Psychiatrie. Wusstest du, bei uns im alten Krankenhaus, wo wir gearbeitet haben, wurde ja die Psychiatrie geschlossen. Jetzt bin ich. Aber da wurde mal die Psychiatrie geschlossen, ne? Ja, ich hab den Zeitungsartikel. Geh mal wieder zurück, wo du hergekommen bist. Geh mal bitte wieder zurück, wo du hergekommen bist. Nein, ich verstehe dich hier. Ist doch blöd! Ich sehe mich nicht, sie sehen mich nicht. Ja! Ich glaube, hier funktioniert die Regel nicht mit. Das ist alles Wenn ich mich nicht bewege, dann sehen sie mich auch nicht. Doch, das hat doch gesagt, das ist ein Schlampen. Ich bin eine ausgewachsene Kanalratte.
Mutiert. Ja, das passiert halt. Genetik und so. Ist das eine Taschenlampe? Ich glaube schon. Das ist dann wirklich eine Motivratte. Stimmt! Schrei mich doch bitte nicht so an! What the fuck, ich hab mich erschrocken! Schrei mich doch bitte nicht so an! Geh einfach wieder, geh einfach wieder! Nee! Lauf doch nicht so langsam! Warte mal, mal auf Sport lauf, wenn du echt neben mich so sportlich bist! Ich bin sehr sportlich. Sieht man doch. Damit hat sich der Aufflug hier gelohnt, wir haben eine Batterie! Voll erschrocken, ey. Ich weiß gar nicht wovor, ich habe in dem Moment zu dir geschaut. Ja, danke schön. Ich weiß, dass ich das Beizen bin, aber. Heute ist die Bedingung abgegangen und so. Was? Da war jemand? Da war jemand. Da hab ich fucking doch erschrocken, ey. Okay, jetzt verpiss dich, gibt's auf Spind. Ja. Da ist mal kurz die Batterien mit der Erde. Wie wechsel ich die? Auf Y. Jetzt ja nicht X, ja. Siehst du, ich sagte doch, wie man spinnt. Warum soll es am Spinnen, oder? Wieder ein Geist, ja. Die kommen ja öfters. Anscheinend. Was passiert halt? Glaube ich nicht. Der Wind, das ist ein Kind. Ich glaube, wir machen hier eine Aufnahmepause, oder? Ja, finde ich super. Gut, gut. Und ich weiß auch schon, wer als nächstes spielen wird.